Guten Tag, mein Name ist Alexa von der AS Hotel Service GmbH. Ich arbeite hier in der Funktion eines Checkers. In diesem Film möchte ich Ihnen gerne die Aufgaben und wichtigsten Regeln dieser Tätigkeit vorstellen. Heute Morgen beim Dienstantritt habe ich von unserem Vorarbeiter die Zimmerliste mit den Zimmernummern der mir unterstellten Reinigungskräfte bekommen. Außerdem habe ich eine Generalkarte, ein Haustelefon und zwei Putzlappen bekommen. Auf meiner Liste sind alle Zimmer entsprechend farblich markiert. Mit dieser Markierung wird zwischen Abreise- und Bleibezimmern unterschieden. Außerdem sind hier die den Zimmern zugeordneten Besonderheiten notiert. Das ist der erste Servicewagen aus meiner Schicht. Hier gleiche ich meine Zimmerliste mit der Zimmerliste dieser Reinigungskraft ab und notiere mir, welche Zimmer ihr zugeteilt wurden. Dann überprüfe ich den Stand der Reinigungsarbeiten und notiere meinen Namen und die Nummer meines Haustelefons in ihre Liste. So weiß sie, wer ihre Zimmer checkt und kann mich kontaktieren, wenn etwas Besonderes in einem der Zimmer vorgefallen ist. Bei der Reihenfolge der Reinigung gilt die Regel, die Abreisezimmer haben Vorrang vor den Bleibezimmern. Jetzt kontrolliere ich noch den Servicewagen selbst, ob alles vorhanden ist. Sollte mir auffallen, dass etwas fehlt, informiere ich die Hausdame telefonisch über den Fehlbestand. Nachdem ich jetzt diesen Wagen kontrolliert habe, wiederhole ich den gleichen Vorgang bei allen weiteren mir zugeteilten Reinigungskräften. Beim Betreten des Zimmers sage ich dreimal laut und deutlich Housekeeping. Erst wenn keine Rückmeldung kommt, öffne ich die Tür und betrete das Zimmer. Housekeeping. 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 Beim Checken von Bleibezimmern hänge ich eine solche Reinigungskarte an die Türklinke. So weiß der Gast, dass jemand im Zimmer ist. Die Aufgabe eines Checkers ist es, die Qualität der Reinigungsarbeiten sicherzustellen. Deshalb gilt die wichtigste Regel, mit offenen Augen durch die Zimmer zu gehen. Dabei hat jedes Zimmer so seine kritischen Kontrollpunkte, die immer überprüft werden müssen. Erstens, es dürfen keine Haare im Bad sein, es dürfen keine Haare im Bett sein, es darf kein Müll im Zimmer sein, die Fugen im Bad müssen schimmelfrei sein. Die Reinigungskräfte haben nach ihrer Arbeit die Zimmer für den Checker so vorbereitet, dass er die verschiedenen Positionen unabdingbar kontrollieren muss. Beim Verlassen hinterlässt die Reinigungskraft das Zimmer mit vollständig eingeschalteten Leuchten, damit der Checker gleich kontrollieren kann, ob alles funktioniert. Außerdem werden von der Reinigungskraft alle Schubkästen und Schränke geöffnet. So wird sichergestellt, dass der Checker sie bei seinem Rundgang überprüft. Auch die Fenster sind zum Lüften geöffnet. Dabei werden sie aber nur angekippt und niemals ganz geöffnet. Die Abflussstöpsel von Waschbecken und Dusche liegen neben den Abläufen am Beckenrand, so dass der Checker sie in jedem Fall kontrollieren muss. Meine Zimmerliste lege ich jetzt beiseite, damit ich die Hände frei für die Kontrolle habe. Bei meinem Rundgang beginne ich als erstes mit dem Badezimmer. Zunächst wird hierbei alles auf Staub kontrolliert. Dabei gilt die Regel, dass ich auch durch Streifen mit der Hand die Oberflächen prüfen muss. Auch der Fußboden wird mit der Hand geprüft. Die Bodenstöpsel von Waschbecken und Dusche überprüfe ich auf Haare und andere Rückstände.
Die Reinigungskraft hat die Toilettenbürste in der WC-Schüssel stehen gelassen, damit ich sie bei meinem Rundgang kontrollieren muss. Nun stelle ich sie zurück in den Behälter und schließe die Toilettenbrille. Ich kontrolliere, ob genügend Toilettenpapier vorhanden ist. Dann werden alle Glas- und Spiegelflächen auf Staub- und Fingerabdrücke hin kontrolliert. Dafür schaue ich in einem flachen Winkel über die Fläche gegen eine Lichtquelle. So sehe ich am schnellsten, ob sich noch Fingerabdrücke oder Staub auf den Flächen befinden. Kleinere Unsauberkeiten wie zum Beispiel einzelne Fingerabdrücke poliere ich selbst mit dem Poliertuch. Ich kontrolliere auch die Handtücher und ob die Seifenspender aufgefüllt sind. Alle Supplies müssen neu und unbenutzt sein. Die Kontrollstreifen dürfen noch nicht berührt sein. Dann arrangiere ich alle Supplies und die Ausstattung nach dem Hotelstandard. Abschließend kontrolliere ich noch die Leuchten und die technische Ausstattung, wie zum Beispiel den Föhn, auf ihre Funktionstüchtigkeit. Sollte ich dabei auf technische Mängel stoßen, wie zum Beispiel eine defekte Leuchte, muss ich mir das merken, weil ich sie abschließend in eine Reparaturliste für Technik aufschreiben muss. Wenn das Bad gecheckt ist, kontrolliere ich das Zimmer. Dabei folge ich einer weiteren Regel. Die Kontrolle läuft im Kreis. Ich springe also nicht von einer Ecke in die nächste, sondern gehe nacheinander in eine Kreisbewegung durch das gesamte Zimmer. So stelle ich sicher, dass ich am Ende auch wirklich alles kontrolliert habe und verliere nicht unnötig Zeit. Gläser halte ich zur Kontrolle hoch und halte sie gegen eine Lichtquelle. Anschließend arrangiere ich die Ausstattung und die Supplies entsprechend dem Hotelstandard. Das Innere aller Schubkästen und Schränke wird mit der Hand auf Staub hin kontrolliert. Und ich schaue auch hier im Zimmer in alle Ecken. Die Reinigungskraft hat die Fenster zum Lüften geöffnet. Ich werde sie jetzt wieder schließen und die Vorhänge ordnen. Um das Bett zu kontrollieren, ziehe ich die Bettdecke leicht zurück. Dafür lasse ich mir etwas Zeit, dass sich meine Augen an die hellen Flächen gewöhnen. Erst jetzt kann ich wirklich beurteilen, ob sich ein Haar oder etwas Ähnliches im Bett befindet. Auch der obligatorische Blick unter das Bett gehört zu meinen Pflichten. Auch im Zimmer sind alle Flächen auf Staub zu kontrollieren. Glänzende Flächen und Spiegel prüfe ich am besten durch einen seitlichen Blick gegen das Licht.
Schließlich stelle ich das Raumthermostat auf die Stellung 0 und Auto zurück. Solange sich noch kein neuer Gast im Zimmer befindet, lassen sich so die Heizkosten sparen. Kleinere technische Mängel, wie zum Beispiel dieser ausgefallene Föhn, trage ich in diese Reparaturliste ein. Diese gebe ich am Ende meiner Arbeitsschicht meinem Vorarbeiter. Bei gravierenden technischen oder Sicherheitsmängeln informiere ich telefonisch den technischen Hausdienst. In diesen Fällen erfolgt keine abschließende Zimmerfreigabe. Eine weitere goldene Regel gilt dem letzten Blick. Hierfür drehe ich mich vor Verlassen des Zimmers noch einmal ins Zimmer zurück. Dabei soll sich mir der Eindruck ergeben, dass dieses Zimmer völlig unberührt erscheint. Es ist schließlich der erste Blick des Gastes. Damit ich den Überblick behalte, vermerke ich mir natürlich jedes Zimmer, das ich kontrolliert habe, in meiner Zimmerliste. Auch in die Liste der Reinigungskräfte trage ich meinen Kontrolldurchgang ein. So gehe ich Zimmer für Zimmer durch, bis ich die gesamte Liste abgearbeitet habe. Wenn alle Zimmer kontrolliert sind, steht am Ende meiner Tagesschicht noch die Kontrolle der Flure an. Hierfür überprüfe ich zunächst, ob alles ordnungsgemäß gesaugt wurde. Schließlich überprüfe ich hier die für diesen Tag angesetzten speziellen Reinigungsarbeiten. Spezielle Reinigungsarbeiten sind Arbeiten, die nicht jeden Tag erledigt werden müssen, die nur in größeren Zeitabständen wiederholt werden. Für heute steht auf dem Programm die Reinigung dieser Lüftungslamellen. Hier im Etagenoffice kontrolliere ich noch einmal am Ende meiner Schicht den Servicewagen für den Einsatz am nächsten Tag. Anschließend melde ich mich vom Vorarbeiter ab. Damit ist meine Schicht für heute beendet.